ich weiß nicht, was das sagt. Mehr Assassinen, mehr Bolzen. Aber mit diesem guten Gejammer vom lieben Pinmaster, moin und herzlich genau willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Assassin's Creed. Du Behinderung! Das ist ein Scherz! Du hast gerade meine Smoke in der Luft abgefangen. Hol dir den, schnell! Ah, oh, Junge, ey. Geht das schon mal ziemlich geil los im Let's Play. Das habe ich noch nie geschafft, ja? Und du hast es wahr gemacht. GG an dieser Stelle. Schade. Oh, schöpada. Sehr wohl. Jawohl, Alter. Bitte diesmal kein Getrolle, ja? Ich will dieses Mal einen ernsthaften Part meiner Belohnung, nämlich noch auf Maximum. Ja, alles klar. 3, 2, 1, Schuss, lass mich raten, wa? Ja. Nee, mein Lieber, das tust du nicht. Was verlangt die Bürger? Oh. Moment mal. Alter! Das war jetzt. Fuck. Jetzt wurde ich entdeckt. Da bist du ja. Was? Wie? Wieso ist hier ein Fetter? Oh, was? Warum ist hier ein Fetter? Du gehörst mir! Mist! Komm jetzt! Nimm ihn! Nimm den doch! Der will mir den Fetten nicht in den Schrank holen. Hol doch den Fetten hier rein! Geht doch. Okay. Wolltest du nicht eine ernsthafte Folge machen? Ja, wollte ich eigentlich, aber nach so viel Scheiße können wir gleich wieder über die MPD reden, oder? Nein, komm jetzt mal im Ernst. Pass auf, also, ich möchte dich mal ganz kurz zu was fragen. Ich glaube nicht, dass du das schon mitgekriegt hast, aber... Ja, Uplay, beziehungsweise Ubisoft hat so ein kleines Feature veröffentlicht, so die Suchmaschine des 19. Jahrhunderts quasi. Da kannst du halt Sachen googeln, die dann halt zu der Zeit aktuell waren. Da erfährst du halt sozusagen dort mehr über Beauty-Tipps und sowas. Ist schon eine ziemlich geile Sache. Leer. Versucht's weiter. Ja, das ist jetzt nicht der Ernst. Warum ist jetzt im Let's Play so ein absoluter Failpart? Wir könnten jetzt schon fertig sein. Nee. Ach komm, Alter, das ist eh wieder jetzt Horrorhaus. Also, gib ihm. Mann. Warte mal, ist hinten offen oder vorne? Warte. Ich glaube, Marktplatz. Es ist vorne offen hier. Vorne. Moin, ich hau hier jetzt noch eine Smoke hin. So, die Smoke ist noch nicht aus. Smoke ist da, ne? Okay. Ja. Nur ein doppeltes Fick dich Spiel. So. Dann gib mir bitte ganz kurz mal Zeit, bevor du jetzt hier wieder ganz krass Alu Akbar machst. So wie ich es du so. Das ist selbst verkackt letztens. Ist jetzt wohl gelogen. Die kam wegen dir runtergeronnied. Hey, was macht meiner denn? Meiner springt hier gerade frisch fröhlich von Teil zu Teil hier. Oh, das war knapp. Hat der Melonenheinz hier erstmal eine Ehrenrunde ge... Jetzt. So. Komme ich an den ran? Nein. Okay, dann muss ich jetzt... Komm. Ah, okay. Wir machen mal Folgendes, liebe Zuschauer. Das ist ein Scherz. Du brauchst jetzt gar nichts mehr machen. Oh, Glück gehabt. Mein Spieler hat sich gerade beim Türknacken aufgehängt. Yep, die war nicht. Sorry. Wieso ist es dreimal hintereinander der Kackmarktplatz? Ihr müsst wissen, Leute. Wir hatten das, seitdem wir das farmen. Und wir farmen... Und ich habe schon so lange gefarmt, ihr könnt sehen, ich habe 12 Millionen Livre, ja? Wir haben, seitdem wir das machen, war noch nie im gesamten Spiel dreimal hintereinander der Marktplatz. Noch nie. Oh oh. Alter, meine Belohnung! Hab schon wieder meine 9000 verloren. Ob ich es nochmal hinkriege, im Let's Play volle Belohnung zu kriegen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Nicht, wenn weiterhin der Marktplatz ist. Mann, ey. Alter, das ist echt das, was krass jetzt, pass auf.
Ja, generell, was denkst du? Also ich hatte ja schon ein paar technische Details gesagt zu Syndicate. Das Spiel wird ja in London spielen, die Fläche wird ungefähr 1,5-mal so groß sein wie Assassin's Creed... Ne, 5-mal so groß wie Assassin's Creed Brotherhood und 1,5-mal so groß wie Assassin's Creed Unity. Es wird keinen Mehrspieler-Modus geben, weil der beim letzten Mal zu verbuggt war. Ich hatte halt die Hoffnung, dass vielleicht irgendwas Singleplayer-technisch solche Mehrspieler-Missionen gibt wie hier. Weil das habe ich so hart gefeiert, dass es hier diese Erneuerung gab, dass du im Mehrspieler-Modus halt zusammenspielen konntest, so. Pinbuster, du hast doch auch die Mehrspieler-Modus in den anderen Assassin's Creed Teilen gespielt, oder? Ja. Erzähl mal bitte, ich habe die noch nie gespielt. Was muss man da machen? Was man da machen konnte? Ja, was man da machen musste. Hast du gesagt, dass fast das gleiche bei Unity, bloß dass du halt mit denen die Story zocken konntest und alles. Also quasi, es war so... Sorry. Deathmatch. Du konntest das also alles zu zweit machen. Was? Na, die Hauptstory. Man konnte die Hauptstory zu zweit machen? Ja. Gill up. Ja! Also ich konnte es. Bei welchem Teil? Gemacht. Bei der 3. LOL. Alter, wie geil war das denn? Bei der 4 weiß ich nicht. Ich hab... Alter, was? Mehrspieler war doch eigentlich, dass du gegeneinander fightest, dachte ich. Nee. Ja, ich glaube, das konnte man auch, aber man konnte auch die Hauptstory zusammenzocken. Junge, hör auf, da hinzuschießen. Ich vergifte die gerade. Ja, tut mir leid. Bitte was? Das wäre... Ohne Scheiß zu schauen, ich glaube, der verarscht mich gerade, der Junge. Nee. Oh Mann, Alter. Ey, geil, du holst da alle ran. Ja, wo ich sie gerade schön am Vergiften bin. So, jedenfalls die Türsteher und so sind alle weg. Türsteher und Vetter sind weg. Und jetzt Heimelohn Heini mehr. Den kriege ich nicht. Der rennt zu schnell. Alter, wie der abgeht. Der kommt gerade zu dir straight gerannt. Ja, da musst du aufpassen. Ich habe wieder meine ganzen 10.000 verloren, ne? Also, safe, würde ich sagen. What the fuck, wie die Fetten alle abgehen. Wie er seine 100 Kilo Kampfgewicht gerade wegwuchtet. Von was er gerade sagt, gut, dass ich deinen Bruder getötet habe und du gleich folgst. Der Sniper! What the fuck, was die gerade rumlabern? Soll ich dir die Leber durchbohren? Ja, sehr gut. Komm, jetzt den hole ich mir, den Sniper. Ja. Ey, das war meine Giftbombe, die ich da geworfen habe, du Arsch! Okay, aber ich habe jetzt die Truhe. Finn, machst du das gerne was sagen? Fuck! Ich bin hier gerade voll dabei. Ja, hat sie. Raus, einfach nur noch raus hier laufen. Hier, guck mal zu mir, zu mir. Warte, ich muss in den Heuhaufen, sonst kommt mich der Fette gleich catchen. Hättest du einfach nur rausgehen brauchen. Ich muss doch anonym werden, der Fette sieht mich sonst. Hä? Jetzt. Das ist ein Scherz. Boah, wie ich... Du denn? Wie ich dieses Spiel beginne zu hassen, ey. Hilf mir doch! So, jetzt ist mal abgelenkt. Alter! Mach! Mach! Alter, oh, wow, die Bodentöne, das kriegen wir eh nie wieder auf die Reihe. Auf ein Wort, Bruder. So, egal. Hier ist der Bode noch. Ja, aber die können wir nicht töten. Doch, könnte man. Könnte man? Nicht zumindest. So. würde ich sagen, jetzt fürs Let's Play, weil ich jetzt noch einmal wenigstens zeigen will, dass ich nicht so absolut scheiße und inkompetent bin. Machen wir jetzt mal ernst, oder was? Ja, jetzt geht es los und wenn jetzt nochmal die Truhe beim Marktplatz ist, dann mache ich einen sofortigen Aufnahmestopp und Rage Quit, ja? Das will ich nochmal kurz ankündigen. Ihr müsst wissen, es ist vielleicht in einer von 10, ne, einer reicht nicht, einer von 30 Tries ist die Truhe beim Marktplatz dran, ja?
Freundchen, jetzt muss man vergessen haben, nachzukaufen. Hast du nachgekauft? Nee. Das ist La Madeleine. Dann geh kurz zum Shop-Teil hier, der ist ja nicht sehr weit entfernt. Dann kann ich inzwischen schon mal anfangen. Rebecca okay. Und ich dachten, ihr mögt Herausforderungen. Ihr müsst die richtige Truhe finden, um Beute zu machen. Hopp. Okay. Aber meine lieben Zuschauer, ich habe das hier schon so oft gemacht, ich habe inzwischen zumindest die Taktik, wie man hier halbwegs unbemerkt durchkommt. Wisst ihr Leute, meine lieben Zuschauer, früher, na, als ich den Pinbuster noch nicht kannte, da habe ich das ja alles alleine machen müssen, weil... Oh. Wenn man alleine ist, entwickelt man einfach zwangsweise so eine Taktik, vor allem wenn man immer verkackt. So habe ich zumindest die perfekte Taktik für dieses Haus hier. Wo man quasi safe also 2 von 4 Truhen wegholen kann. Sehr schön, wenn jetzt mal im Let's Play diese Truhe hier wäre. Ist ganz einfach, damit Berserkerklingen noch hier runterschießen. Das ist ein Scherz. Jetzt. Geil! Das gesamte Haus ist on the road. Komm jetzt, den treffe ich. Alter! Gib ihn... Ja, warte kurz. Komm, jetzt versuch nochmal zu treffen. Jetzt habe ich. Jawohl. So, jetzt treffen. Alter! Bei mir sind gerade alle markiert. Entweder lila oder grün. Es ist eigentlich alle, die du dort unten siehst, bis auf die 2 fetten Türsteher, sind von mir. Alter, wie die gerade auf die Fresse kriegen. Jawohl. Also ich bin zwar komplett out of Berserker klingen, aber das macht nichts. Wir haben jetzt wieder. Du Arsch! Hab gesessen. Oh, du Arschgeweih. Na, das soll er nehmen. Lol, wie du dich weggeportet hast bei mir. Nein! Scheiße. Lol, ich denke. What the fuck? Lol. Du bist so ein Mongo, weißt du das? Er hat sich bei mir festgepackt. Der springt auf einmal in den Abgrund rein. Warum du aber auch nicht in den Heuhaufen reinspringst, Alter? Das ist ein Fick-Game, Erkundo. Hast du das Spiel gerade Fick-Game genannt? Fallen, ja. Ist es doch. Nicht gut, es lebt nur noch einer von den Berserker-Klingen. Leute. Weg, weg, weg! Da sind noch... Werdo, wächst, ich habe eine blutige Nachricht für dich! Hilf mit! Oh, Leute. Die hol ich uns alle selber weg. Auch gut. Okay, die gehen wie 2... Ich zähl noch 4. Ach, der Melonen-Heini. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Nicht werfen! Hab ihn. Gut. Haus ist fast safe. Es gibt nur noch einen Fetten, der hier ist. Bei mir auf der Etage. Und einer ist noch oben drüber. Na gut, den hole ich kurz. Bitte lass diesmal die Truhe hier sein. Bitte, 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 bitte. Nichts drin. Vielleicht bitte die diese Truhe, bitte diese Truhe, bitte, 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 bitte. Bitte Gott, bitte, 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 bitte Gott, bitte lass diese. Ja, Alter, ich wusste doch. Weißt du, wenn man, wenn es drauf ankommt, kann man sich einfach auf den lieben Gottel da oben verlassen, ja. Auf Gottfried. Bist du eigentlich gläubig? Nee. Warum? Warum? Ja? Einfach weil ich da oben nicht glaube. Warum? Na,
Weil er mir noch nie geholfen hat, einfach deswegen. Ich hab den besseren Begründung, pass auf. Religion bzw. Glaube ist doch einfach nur, dass du irgendwelche Dinge, die du nicht erklären kannst, bzw. deine Handlung, deine Konsequenzen einer übernatürlichen Macht anvertraust. Mehr ist das nicht. I wanna dance with somebody. Könnte ich aber einen jetzt könnte ich mal einblenden hier, shake that ass von mir. Und damit habe ich nochmal im Let's Play volle Belohnung gekriegt, Alter, so muss das. Jawohl, Alter, safe 70.000. Aber ich sage mal, lieben Freunde, auch wenn dieser Part vielleicht etwas kürzer war als der letztere. Leute, eigentlich hat man gerade voll die Asthma-Lache gehabt. Würde ich sagen, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf ein weiteres solches Video habt. Wenn ihr wieder sehen wollt, wie ich und Pinmaster Fan und uns über irgendwelche geilen Themen wie Hitler, Nazis oder Gott unterhalten, schreibt es in die Kommentare. Das war nicht so gemein. Aber würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.